Ein Kyosoku. Der war schnell besiegt. 15 Erfahrungspunkte und 120 Gold erhalten. Ah, Monster greifen zuerst an. Soll uns egal sein. Wir haben mittlerweile so starke Ausrüstung, Leute, dass uns so gut wie gar kein Gegner hier unten besiegen kann. Aber ich bin gespannt, wann dann wieder die stärkeren Monster kommen, gegen die wir uns dann wieder etwas schwerer tun. Erfahrungspunkte und 225 Gold erhalten. Jetzt bin ich gespannt, was in den letzten Truhen drin ist. So, bis hier hatten wir schon, oder? Ja, genau, die ist leer. Ach, die ist auch schon leer. Waren nur noch zwei. 575 Gold. Und ein Haus. Okay, dann hätten wir gar nicht zwingend zurück müssen, aber egal. So, was sagst du? A wonderful nice work. Yes, yes, indeed. This TNT is just what I need to finish my kernel. Now excuse me while I get to work. Weg ist der. So, ich gehe jetzt einfach mal nach draußen und dann wieder rein und dann ist er bestimmt fertig. Haben wir das TNT jetzt noch? Nein, ist weg. Warum haben wir die Krone noch? Stimmt, der Kristall und die Kräuter sind ja auch weg. Did you see the kernel? Ordinary true is great indeed. Aha. Was? Ordinary is a very respectable dwarf. Okay. Welchen Kanal? Hat er den da unten jetzt gegraben? Nein. Ah, oder meinen Sie den Flusskanal? Dass wir jetzt weiter können, weil wir mit dem Fluss... Ich dachte immer, mit Kanal meinen die einen Tunnel oder so. Aber stimmt, dann würden sie ja Tunnel schreiben. Wir sehen uns hier trotzdem noch mal kurz um. Ob wir nicht irgendwo doch was Neues haben. Aber nein. Hier unten vielleicht? Nein. Ja, dann. Hat seinen Tunnel fertig gegraben. Tatsache, jetzt kommen wir da nicht mit runter, Leute. Das heißt, wir können jetzt mit dem Schiff weiter.
ich dachte, wir können jetzt in irgendwelche Höhlen das Adamant suchen und kriegen dann die geilen Waffen. Aber irgendwie, nein. Erfahrungspunkte und 240 Gold erhalten. Zwei Oger. Erfahrungspunkte und 390 Gold erhalten. So, eigentlich dachte ich schon die ganze Zeit, wir könnten hier... Ach, da können wir gar nicht rein? Das heißt, wir können jetzt wirklich erst hier durch. Denn ich habe mir nur diese Flüsse überall aufgehoben gehabt, aber da können wir gar nicht rein. Dann, das heißt, ich hatte bereits alles erkundet. Oh, schön. Und ich dachte, ich habe noch so viel zu erkunden mit den Flüssen. Naja. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt dann noch finden werden. Zucker trifft nicht. Hikulat dagegen trifft kritisch. Erfahrungspunkte und 180 Gold erhalten. Ja, ich erreiche Level 13, Leute. Ich habe jetzt 332 maximale Lebenspunkte. Stärke geht hoch, Agilität geht hoch, Intelligenz geht hoch, Glück geht hoch. Super. Da haben wir eine kleine Insel. Weiter. Hier hätten wir eine Stadt und da könnten wir auch an Land. Ich möchte mich aber erst ein bisschen umsehen. Da geht es nicht weiter. Chance to strike first. Thank you.
63 Erfahrungspunkte und 255 Gold erhalten, Leute. So, da können wir auch nichts weiter. Gehen wir mal kurz ein bisschen hier rüber. Da haben wir hier die ganzen Flüsse und sonst nichts. Okay. Das heißt, da oben haben wir nur die Stadt. Da bin ich dann auch gespannt, was da ist, Leute. Aber vielleicht sollten wir auch einfach mal in diese Stadt gehen. Wir uns umsehen. Ich meine, wir haben jetzt hier nach unten hin einen Weg raus. Keine Ahnung, vielleicht sogar ins offene Meer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich möchte mir davor wirklich diese Stadt ansehen und den Kontinent erkunden. Bin ich gespannt. Das ist auch, das hat auch kein Schloss und so, aber wirklich nur ein kleines Dorf. Wie das ein, wie eine Hafenstadt da. Nur, dass die sogar Mauern drum hatte. Die hatten ja nicht mehr Mauern. Bin ich dann sehr gespannt. ...45 Erfahrungspunkte und 180 Gold erhalten. Oder sehe ich doch noch kurz fertig. Hier könnten wir rein, das bringt nichts. Hier würden wir durchkommen. Ah, ich sehe mich doch noch mal kurz ein bisschen um, oder? Nein, Leute, wir gehen jetzt, wir fahren jetzt hoch. Zu dieser Stadt. Oh, super gemacht, Drekulat. Wer weiß, vielleicht gibt es auch neue Händler, mit denen wir dann neue Ausrüstung kaufen können. Bessere Ausrüstung. Vielleicht gibt es da auch die Level 5 Magie. Seltsam finde ich es, wir sollen 4 Orbs zum Leuchten bringen, Leute. Wir hätten einen Orb schon irgendwie gefunden oder sowas. Aber bisher keinen zum Leuchten gebracht. Obwohl wir schon Level 4 Magie bereits beherrschen. ...28 Erfahrungspunkte und 50 Goldarten. Da oben sehen wir, ich kann da nicht hin, aber oben links im Eck, da sind ja diese 4 schwarzen Kugeln. Die müssen wir irgendwie zum Leuchten bringen. Das ist die Quest, die wir haben. Und bisher haben wir noch nicht eine zum Leuchten gebracht. Wo wir eigentlich schon so viel geschafft haben. Oder 12 Punkte Schaden, geil. Richtig geil, Leute. Ich mag das. ...30 Erfahrungspunkte und 120 Gold erhalten. Fast. Gehen wir mal rein. Okay, aber bevor wir jetzt mit denen reden, Leute, es gibt hier neue Läden. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ins Gasthaus, da unten ist es, und speichern. Bin ich aus Versehen nach links gegangen. Und speichern einfach. ...100 Gold? Damit, ich glaube, die sind genauso teuer wie die Elfen. Die Elfen waren, glaube ich, auch 100 Gold. Ich meine, wie war das? 30 Gold in die erste Stadt, 50 Gold. Oder waren die 11 70 Gold? Egal.
So, dann hören wir uns noch ein bisschen Musik an. Aber irgendwie sind die Musik in den Städten immer gleich. Die Weltmusik hat auch schön. Aber heute hören wir uns die Meeresmusik an. Oder Schiffsmusik. Irgendwie sowas. Na gut. Dann bis morgen, Leute. Ciao. We'll be right back.